So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Rebirth. Hier nochmal das Ende vom letzten Part. Yay. Hat super funktioniert. Schade. Oh, hi. Was? Ich kann den... Oh, okay. Kann der irgendwas Spezielles? Jetzt gucke ich mal lieber schnell nach. Robo-Baby, where are you? Bist du bei den anderen Babys? Nein, bist du nicht. Warum ist das hier nicht ordentlich sortiert? Ich weiß nicht, wie die diese Item-IDs gemacht haben, aber die hätten doch einfach alle Babys zusammenpacken können. Das ist nicht das Robo-Baby, das war Technology 2. Ist das das Robo-Baby? Das ist Mongo-Baby? Keine Ahnung, was das ist. Hier ist... Boah, ey. Ich könnte mal Baby in der Suchdings eintippen. Und dann... Habe ich hier die nur noch die Babys? Da ist es. Familiar that is controlled via the arrow keys and will automatically fire laser if anything. Aha. Das haben wir durch Challenge 16 bekommen. Das ist jetzt also eines der Items, wo ich gesagt habe, deswegen machen wir die Challenges. Na, mal gucken, ob du mir hilfst, Kollege. Wenn er in der Nähe von einem Gegner ist, feuert er automatisch seinen Laser, aber ich muss ihn dahin steuern. Mal schauen, ob er so ein bisschen seinen Laser feiert. Aber das Problem ist natürlich, dadurch, dass ich schießen muss. Und das sollte ich dann nur mit dem Kollegen kämpfen, hauptsächlich. Weil, wie gesagt, dadurch, dass ich schießen muss, verschiebe ich den ja. Aber ich muss auch schießen, ich muss ja hier auch ausweichen. Oh Gott. Ich kann kein Multitasking. Töte die. Warum tötet er das jetzt nicht? Die sind ihm anscheinend irgendwie zu nah weg oder zu keine Ahnung. Hanged Man, jawohl. Oh Gott, das wird nichts mit dem Robo Baby und mir. Das wird nichts mit dem Robo Baby und mir. Holy shit. Ich werde mich viel zu sehr auf das Robo-Baby konzentrieren und dann getroffen werden. Das weiß ich doch jetzt schon. Und manchmal schießt er auch einfach nicht. Das ist ja dumm, dass man den gleichzeitig quasi da so steuert, wie man auch schießt. Das ist doch doof. Irgendwo ein Tinted Rock? Nein? Okay. Toll, jetzt haben wir wieder viele Möglichkeiten für den Geheimraum. Nee. Da behalte ich die Bombe lieber komplett. Und ich kann ihn halt auch nicht stehen lassen. Nee, ich lasse ihn einfach quasi. Ich konzentriere mich wirklich auf Isaac. Und mit ab und zu Glück treffe ich halt manchmal vielleicht auch einen Gegner. Ah, fuck. Alter, ich kann mich da überhaupt nicht drauf konzentrieren. Das ist zu viel Multitasking. Jetzt könnte ich ihn da stehen lassen und ausweichen nur noch. Weil jetzt macht er dann hier relativ gut von selbst. Ja. Huiuiuiuiui, Energie gefällt mir nicht so, aber ich kann auch kein Herz holen. Nee. Okay. Puh, was bist du für ein interessantes Item? Definitiv interessantes Item, aber ich glaube, der wird mich ins Verderben führen, wie immer. Boah. Feuer? Das Feuer tötet er nicht, ne? Nee. Da ist schon der Bossraum. Okay, geh mal dahin. Mach du die mal. Hallo?
Aber manche Gegner macht er dann auch einfach nicht. Was weiß ich warum. Hm. Na gut. Okay, da käme ich theoretisch ran, aber das wäre ganz schön riskant. Weil ich dann, oh Gott. Ich werde durch die Kiste weggeschoben und dann lande ich in den Stacheln. Das mache ich erst, wenn ich mehr Herzen habe. Nicht mit einer halb. Toll. Super. War's das schon? Scheiße. Was mache ich jetzt mit der Kiste? Ah, doch, ich kann das machen mit der Kiste. Das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich sinnvoller. Ja, ja doch, das war schon ein bisschen sinnvoll, würde ich sagen. Hier könnte was sein. Toll. Lass mal die erstmal stehen oder sprengen wir sie gleich? Könnte ich hier noch Geld kriegen? Ich wüsste jetzt nicht. Außer beim Boss vielleicht. Nee, komm, wir hauen das Ding weg. Jo, Energie ist gut. Und dann können wir noch den Geheimraum öffnen. Eventuell hier. Dann hier. Okay. Risiko. Ja. Die nehme ich mit. Risiko. Risiko. Okay. Oh yes. Es lohnt sich, diese Dinger zu sprengen. Oh, sehr schön. Sehr, sehr nice. Okay, gehen wir zum Boss. Der wieder. Ach, ich wollte nicht. Egal. Haben wir halt gleich gefunzt. Es gibt doch bestimmt hier ein Achievement, wenn man dieses Geisterviech als erstes killt, oder? Geht er nicht, oder kann ich ihn gar nicht killen? Ich weiß es nicht. Lass was lieber. Ja, oder doch. Oh, sehr geil. Sehr gut HP ab. Sehr schön, sehr schön. Okay, Abflug. Das war jetzt eine gute Ebene. Dadurch, dass ich die Karte eingesetzt habe mit dem Fliegen, konnte ich mir die Bomben holen. Dadurch konnte ich da rein. Dadurch konnte ich den Quatsch da sprengen. Dadurch kam ich an das, an den Magic Mushroom. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Oh. Hervorragend. Hervorragend. Jetzt bloß aufpassen, dass wir die Herzen behalten. Was war das denn jetzt? Ich weiß es eigentlich, glaube ich. Eigentlich müsste ich es wissen. Ich glaube, ich kenne das Item. Aber ich gucke lieber nach. Le Holzpflock, wo bist du? Wo ist Le Holzpflock? Ich bin wie immer blind. Es dauert immer ewig, bis ich diese Dinger finde. Es tut mir leid.
Ah, wo ist er denn? Vor allem, ich weiß halt auch nicht, wie er heißt. Sonst könnte ich ihn ja eintippen. Okay, gehen wir es halt wirklich der Reihe durch. Hier in der Reihe ist er nicht. Da ist er. Oh, HP ab und Damage ab. Sehr schön. Also weniger Damage ab. Also es war hier 0,3 angegeben. Aber es hat gereicht, um die Tränen rot zu machen. Na bitte. Und das HP ab hätte ich ja sowieso genommen. Insofern gute Item. Gutes Item. Ja, und wie man sieht, so teilweise hilft er mir dann schon, der Robotyp. Aber es ist halt, ich sollte halt auf jeden Fall, ich soll es nicht übertreiben. Ich sollte mich nicht nur auf ihn konzentrieren, das wäre fatal. Nein! Ich meine, ich hätte kurz vorhin die Karte da oben komplett gesehen. Wegen Dingens. Und da hätte ich, meine ich, gesehen zu haben, dass der Boss irgendwo da oben ist. Das heißt, wir sollten hier in die richtige Richtung laufen. Ja. Da zeigt es ihn jetzt an. Wir haben keinen Schlüssel. Wir haben eine Bombe. Okay. Wir haben aber jetzt relativ guten Damage, oder? Oh, ich habe die letzten Male den Seed nicht gezeigt. Es tut mir leid. Oder habe ich kurz? Ich weiß es nicht. Wenn ich kurz in Pause war, vielleicht war ich irgendwann mal in Pause. Ich muss wieder dran denken, den Seed euch zu zeigen. Sorry. Aber ja, wir haben guten Damage. Okay. Jetzt sehe ich das Robovieh nicht mal mehr. Ach, da hinten ist er gerade. Ja gut, da ich viel nach rechts geschossen habe, musste er ja da rechts irgendwo rumrennen. Dazu nach links. Ach. Ey, die Richtungen. Ich lerne das nie. Never in my whole fucking life. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein, aber ist okay. Oh yeah. Dann können wir auf jeden Fall hier wieder den Geheimraum suchen. Der jetzt ja hier nicht mehr sein kann. Das heißt, er wäre hier denkbar. Oder hier. Oder hier. Boah, das gibt's doch nicht. Oder hier. Schade. Alle Bomben verpulvert. Tut mir leid. Na gut. Okay, ich glaube, bei Chubb kann ich den relativ gut nutzen, den Kollegen. Ach, fuck. Hab ich nicht aufgepasst. Gut. What's all the... Oh Gott. Die haben wir zweimal, die nehmen wir zum Schluss. Bombs, Aki, nein. Ich möchte lieber den Schlüssel behalten. Yee! Ah, fuck. Na gut. Was haben wir hier? Ach, die blöden Dinger. Nee, danke. Kann ich drauf verzichten. Wie lange hat das gedauert, bis das wieder zurückging? Ging das überhaupt wieder zurück? Ich weiß es nicht. Kann ich das mit dem erneut zurücksetzen? Nein, okay. Na gut. Abflug. Habe ich den Effekt jetzt immer noch? Scheiße. Oh, wann ging das? Das ging irgendwann wieder zurück, glaube ich, oder? Ich hoffe es. Sonst habe ich ein Problem. So ein kleines. Ich meine, es ging irgendwann wieder zurück. Ich hoffe es jetzt mal echt stark. Oh Gott. Jetzt wirklich aufs Ausweichen konzentrieren erstmal.
Oh, das sind viele Schlüssel. Ja, da ist es wieder normal. Ach, Gott sei Dank. Ich hatte schon, oh Gott, ich hatte schon Bedenken. So. Weil bei dem Schaden möchte ich ungern die Träne nicht nutzen können. Okay, wir haben keine Bombe, wir kommen da noch nicht ran. Wir können auf jeden Fall einen Shop gucken, wenn das ein Shop ist. Es ist ein Shop. Okay, ein Herz, eine Münze noch, dann können wir 5 HD. Oder eben die Better Pill. Ist das Better Pills? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Na, jetzt haben wir das mit dem Geld auch wieder erledigt. Scheiße. Die blöden Greedköpfe immer. So. Da komme ich nicht ran. Gut, weiter. Ach, ich habe hier auch meine Bohne bisher ganz vergessen, aber die ist auch irgendwie riskant einzusetzen, weil die halt die Nähe des Gegners verlangt. Was so gar nicht meins ist, Nähe des Gegners. Mm-mm. Mm-mm, nein. Oh. Why not? Naja. Wir haben die Bombe wieder zurückbekommen, ist doch auch was. Und wie groß der Kopf gerade war, meine Herren. Weil ich sowieso schon den Magic Mushroom habe. Und dann noch quasi den Effekt von der Cap da unten, von der Liberty Cap, die sich da gerade aktiviert hatte. Okay. Hier ist nichts weiter. Wo ist der Itemraum? Kann er nur noch da unten sein? Mhm. Ich glaube, es bringt gar nichts, das Feuer kaputt zu machen, weil ich komme ja eh nicht ran. Aber hey. Kommt mal her. Ach, eine nur erwischt. Na gut. Boah, ich habe gerade ganz schön Aggro gemacht dadurch. Hm. Da ist er. Jetzt nur nicht hier sprengen lassen. Aber ihr könntet hier mal sprengen. Schießt hier mal... Ja, noch ein bisschen höher. Ja, hervorragend, danke. Das finde ich doch ganz nett. Jawohl. Oh, wir sparen uns den Schlüssel. Auch nicht gut. Auch nicht... Oh. Oh, Gief. Gief. Er wandelt jetzt die roten Herzen in blaue um. Was auf jeden Fall grundsätzlich nicht verkehrt ist. Habe ich hier noch was rumliegen? Oh shit, ich war noch gar nicht da drin. Hahaha. Ups. Ich dachte, ich war hier schon drin. Hoppla. Na gut, haben wir mehr Bomben für den Geheimraum zum Suchen. Ha. Ich dachte, ich war hier schon drin aus irgendeinem Grund. Ich weiß gerade nicht aus welchem. So, hier was. Hm. Oh, das ist ein großer Bossraum. Das gefällt mir nicht. Okay. Warum war da jetzt nichts? Na, lassen wir das mit den Bomben. Bevor wir noch mehr verschwenden.
Ach, zweimal Duke of Flies. Na gut. Damit kann ich leben. Glaube ich. Gehen wir erstmal einen und dann, ja, prima. Und dann können wir uns um den anderen kümmern. Sehr schön. Ich werde trotzdem jetzt erstmal die roten Herzen natürlich einsammeln, wenn welche kommen. Und ein Satanraum. Gut. Brimstone. Wie sieht das jetzt mit dem Schaden-Dingens aus? Brimstone hat den Schaden selbst nicht erhöht, ne? Brimstone hat einfach nur... Oder hat es? Teaser replace the charge and fire powerful laser. Ach, Damage mal 13. Ach so, doch, ja, doch. Hm. Ach so. Es ändert meine Damage Stat nicht, aber es trifft den Gegner 13 Mal pro Schuss. Ich verstehe. Und dann haben wir noch das Kreuz. Das war einfach, dass ich fliegen kann, ne? Genau. Hm. Soll ich beides? Ist das riskant? Das ist sehr riskant. Aber wir haben ja den Dings dabei. Dann gehen wir halt auf die blauen Herzen. Risiko! Hoffentlich war das keine Fehlentscheidung. Ah, wir haben genug Münzen. Gut, dass mir das gerade einfällt. Oh, und wir können jetzt... Ja, 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 warte mal, warte mal. Wir sind noch nicht fertig hier. Wir sind noch nicht fertig hier. Wir können jetzt nämlich Zeug holen, wo wir jetzt hinkommen, weil wir fliegen können. Gleich sind wir hier fertig. Hier noch nicht ganz. Das bringt uns nichts. Muss auch wieder nach Tinted Rocks gucken. Hier war auf jeden Fall noch eine Bombe. Nee, okay. Hau mal ab. Jetzt wirklich. Okay. Na komm, wir haben Bumps und wir wollen mal gucken, wie viel wir schon an Schaden machen. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Hat er das rote Herz gefuttert? Ja, ich hoffe. Ich hätte mich freuen. Ja, das sieht doch alles ganz okay aus. War es gar keine Zusatzbelohnung? Na gut. Muss er trotzdem mächtig auf den Schaden aufpassen jetzt. Oh ja, das brauchen wir dringendst. Dann sprengen wir hier mal ordentlich. Und, okay. Na gut, dass wir fliegen können. Solche Räume sind... Was? Moment! Hier müsste ich eine Bombe einsetzen, um hier durchzukommen. Auch interessant. Achso, aber ich habe ja Bomben bekommen. Das heißt, ich komme hier definitiv durch den Raum. Okay. Ja, klar. Gut gesprengt übrigens. Wirklich grandios. Großartig. Na, stirb. Danke. Ich will die aber auch noch hier sprengen. Na, wow. Das hat sich gelohnt. Aber egal.
Stürbigt alle. Ich mag euch nicht. Ihr habt meinen letzten Run versaut. Ich hasse euch. Okay, ganz viele Steine. Irgendwo ein Tinted Rock dabei. Jetzt sind sie ja nicht mal mehr gefärbt. Jetzt ist ja im Prinzip nur ein X drauf. Anstatt so einem Kreisel. Kringel, Viech, whatever. Ah, hier könnte... Oder? Bin ich sicher? Nee. Falsch geguckt. Großartig. Nee, dann doch nicht. Dann doch nicht. Oh ja, hier friss und gib mir ein blaues Herz. Danke. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich den Bamfend jetzt nicht, also den Dark Bamfend oder wie er heißt, weiß ich gerade nicht. Wenn ich den nicht bekommen hätte, ob ich dann alle Items genommen hätte im Satanraum. Also fast alle Items genommen hätte im Satanraum. Aber so war das dann schon, denke ich mal. Ist das da oben? Man sieht's. Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, es war keiner. Hihi. So viele farbige. Also, ne? Nichts gegen farbige. Nur was gegen farbige Gegner. Okay, was haben wir hier? Was hat denn jetzt das Schwein? Sicher ist sicher. Ich gucke erst nach. Ich kenne es, ich weiß, dass ich es kenne, aber ich merke mir doch nichts. Und ich möchte den One natürlich nicht versauen. Denn wir haben schon viel zu viele versaute Ones. Mein Gott, wenn ich es überfliegend nicht sehe, dann muss ich halt wieder die Liste durchgehen. Nein, da ist nichts, da nicht. Da nicht, da ist es auch 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 nicht. Der Reihe ist es auch nicht. Der Reihe ist es auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich die ganze Reihe durch. Bin ich dumm? Ich tippe mal Pick ein. Vielleicht hat das heißt irgendwas mit Pick. Ja, Tatsache! Alter, hier in der Mitte. Warum habe ich das nicht gesehen? Plus 3 Coins, wenn es aufgehoben wird und wenn ich... Ah, okay, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Überhaupt kein negativer Effekt. Wenn ich getroffen werde, bekomme ich Geld. Und auch so bekomme ich einfach 3 Münzen. Also, warum nicht? Doch, nur einen erwischt, dann kommt er das mit den anderen. Da oben ist Le Boss. Hauen wir den erstmal weg. Monster hat natürlich nach wie vor extremst viel HP. Das ist unglaublich, wie viel der aushält. Trotz Brimstone, das ist echt nicht mehr feierlich. Ist ja selber so ein Brimstone-Kollege. Leider kann mich nicht mehr so schön verarschen wie früher. Aber mein Gott. Läuft. Oh, mehr Geld. Dann sollten wir auf jeden Fall den Shop besuchen. Oh Gott, ich werde angerufen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich würde eh den Part beenden an der Stelle. Danke fürs Zuschauen und tschüss.